Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, da denkst du an nichts Schlimmes und schon ist wieder Montag. Ja, ziemlich grauer Tag und es sind tatsächlich genau noch 30 Tage bis Weihnachten. Also so lange geht das Jahr dann doch nicht mehr. Was haben wir denn alles gehabt? Als erstes natürlich die dritte Borg Heide, also BNTV, Borg Heide News TV, Glühweinsause. Das war eine tolle Fete gewesen am Freitag im Jugendclub. Es war eine Menge Leute dort. Es wurde viel getrunken, gegessen und geschnattert ohne Ende. Und wir wollen uns natürlich nochmal ganz herzlich bedanken bei all denen, die uns unterstützt haben, die geholfen haben bei uns. Und es war eine tolle Party und natürlich von euch ein tolles Statement, dass ihr zu eurem Sender steht. Denn wir machen es ja nicht nur für uns, sondern wir machen es ja eigentlich für Borg Heide, genau genommen für euch. Und ihr habt uns natürlich eure Hochachtung entgegengebracht und habt uns natürlich super unterstützt bei der Party, die bis nachts um halb eins war ich zu Hause. Also bis 12 haben wir dann die letzten rausgraulen müssen, die noch am Lagerfeuer verharrt haben. War eine wirklich schöne Party und nochmal vielen herzlichen Dank für euch und eure Unterstützung. Ich denke, wir sehen uns dann im Frühjahr bei der nächsten wieder. Dann geht es nämlich darum, dass wir 4 Jahre Borg Heide News TV haben. Aber bis dahin sind noch ein paar Monate und da kommt ja erstmal noch viel Wichtiges. Jo, fangen wir gleich an damit, ne? WUWIWA. Ja, Wunderwindelwald. Da geht es um Stoffwindeln. Das gab es ja schon mal, wer sich noch erinnern kann, war das früher so üblich. Und da gab es diese Windeln, diese Moltons und die Windeln. Und wenn die Windeln nicht mehr gebraucht wurden, also für Kinder natürlich, für Babys, wenn die nicht mehr gebraucht wurden, wurden die umgefärbt und als Halstücher spazieren getragen. Heutzutage gibt es natürlich richtig schöne, coole, andere Stoffwindeln. Und um diese geht es tatsächlich bei dieser Veranstaltung, die am 7.12. von 9.30 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindehaus Borg Heide stattfindet. Da werden diese Windeln mal so richtig vorgestellt. Wer da Interesse hat, die Feuchtphase der Kinder noch mit solchen Windeln zu begleiten, geht dort einfach mal hin und meldet sich an bei www.wunderwindelwald. Ich habe es hier mal mit reingeschrieben, da kommt man ja ins Stottern. Aber schaut es euch einfach mal an und vielleicht ist das was für euch und ich denke mal erst recht für eure Kinder. So, nächste Veranstaltung in Kleisto am 30.11. bis 1.12. Also jetzt gehen ja eh die Weihnachtsfeiertage los, also die ganzen Feten davor und. Da ist allerdings noch was anderes los und zwar gibt's dort 600 Schlittenhunde zu bestaunen, die dort unterwegs sind. Wettkämpfe, Showvorführungen und Gästefahrten zusammen mit dem Schlittenhundesportverein Miyakoda Husky e.V. veranstaltet der Erlebnishof Kleisto am ersten Adventswochenende das internationale Schlittenhunderennen, eine der größten Schlittenhundesportveranstaltungen Deutschlands. Und unsere DLRG macht dort die Absicherung. Also wer da Interesse hat, sich mal 600 Hunde anschauen zu wollen, hauptsächlich natürlich Huskies, kann dort mal gerne hingehen an diesem Wochenende, also am kommenden Wochenende. Nur so viel dazu, wer eigene Hunde hat, sollte die nicht mitbringen. Der darf nämlich nicht mit diesen Hunden auf das Gelände, weil wohl die Schlittenhunde dort im Wettkampf die anderen Hunde als Konkurrenten ansehen. Jo, dann geht's weiter. Waldbad Borg Heide ruft und zwar noch einmal zum Arbeitswochenende, auch an diesem Samstag am 30.11. ab 10 Uhr. Da sollen die Kabelgräben, die dort bei dem letzten Arbeitseinsatz aufgeschippt wurden, wieder zugemacht werden. Es wird darum gebeten, Haken und Schaufeln mitzubringen. Und wenn das erledigt ist, gibt's nur noch eine Veranstaltung in diesem Jahr und das ist im Waldbad der Weihnachtsmarkt, der übliche Weihnachtsmarkt, und zwar der 14. Borg Heide Weihnachtsmarkt. Der beginnt am 14.12. ab 15 Uhr und da sind wir ja eh schon alle gespannt, was da noch so kommt. Ja, das mit dem Weihnachtsmarkt ist nicht das Einzige, gibt es eine ganze Menge rundherum, zum Beispiel in Neuendorf der Weihnachtsmarkt. Also der nennt sich ja nicht Weihnachtsmarkt, das ist das Seelenlichterfest, also hier in unserer Nachbargemeinde Neuendorf. Dieses Seelenlichterfest findet am 21.12. um 15.20 Uhr, ab 15.20 Uhr statt. Die Stadt Brück veranstaltet dort mit dem Heimatverein Neuendorf bei Brück e.V. und der Feuerwehr Neuendorf
Brück e.V. und dem Neuendorfer Anglerverein e.V. von 15 bis 20 Uhr vor der Kirche in Neuendorf das diesjährige traditionelle Seelenlichterfest Weihnachtsevent statt. Und wer da Lust hat, mal auf so einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt zu gehen, der so ganz heimelig ist, wo es keine Döner gibt und so Sachen, der geht mal nach Neuendorf. Wie gesagt, das findet am 21.12. statt. Weitere Weihnachtsmärkte und Adventsfeierlichkeiten gibt es logischerweise auch rundherum hier um Borgheide. Und wer sich darüber informieren will, der schaut einfach mal auf zauche365.de. Ich habe auch mal den Link hier eingeblendet. Dort findet man auch Veranstaltungen, die hier so rundherum verteilt um unseren Ort stattfinden. Jetzt kommen wir mal zum Sport wieder, und zwar als allererstes um eine Bitte vom BSV 90. Die Jungs und Mädels dort wünschen sich Nachwuchs, und zwar wird gebeten, oder wir benötigen für unseren Nachwuchs der Bambinis dringend fußballbegeisterte Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2013 und 14. Also das, die Bambinis sind die ganz, ganz kleinen. Des Weiteren benötigen wir auch Trainereltern für unsere Bambinis. Wer also Lust hat oder jemanden kennt, der uns bei unserem Nachwuchs unterstützen kann, meldet euch bitte bei mir oder den anderen Vorstandsmitgliedern des Borgheider SV 90. Vielen Dank und sportliche Grüße, Frank Schelk. Erreicht man auch über die Website des BSV 90. Einfach mal raufschauen, und wer dort mitmachen möchte, wer Trainereltern machen möchte, beziehungsweise wer sein Kind mit Jahrgang 2013-14 zum Fußball schicken möchte, kann das so gerne tun. Nun kommen wir zum Herrensport. Fußball war gewesen, und zwar in Michendorf. Es war mal wieder so ein Tag, der schön mit Sonne anfing, das heißt eigentlich mit Nebel, dann kam schön Sonne und dann wurde es wieder dunkel und kalt. Und der BSV musste nach Michendorf und seine Scharte vom letzten Wochenende auswetzen. Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt, aber das lag wohl weniger an der Mannschaft als vielmehr an Matze, denn der war nicht da. So musste ich fotografieren und filmen gleichzeitig. Aber Markus, hier in Michendorf, es wird kalt. Es ist nicht Rehbrücke gewesen. Wir haben zwar nicht gewonnen, 2-0 verloren für Michendorf, aber so schlecht war die Mannschaft nicht, oder? Nee, genau. Also wir haben ein bisschen besser gespielt als die letzten Spiele. Mannschaftlich geschlossener besser gespielt und auch taktisch eigentlich ganz gut das umgesetzt, was wir machen wollten. Die Fehlerquote war noch zu hoch, was Pässe angeht, Ballannahmen, vor allen Dingen aber Pässe. Da haben wir zu häufig den Ball weggeschenkt. Das muss nicht sein. Haben aber trotzdem dann wieder gut verteidigt danach und nachgesetzt und somit gar nicht so viel zugelassen, Elfmeter zugelassen, gehalten. Der war positiv für uns, aber dann kurz vor der Halbzeit das 1-0 zu kriegen, das hat dann auch in der Halbzeit, haben wir gemerkt, das hat ein bisschen wehgetan. Ja. So, und da sind wir auch in der zweiten Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich mehr rausgekommen. Fehlerquote hat sich eher erhöht. Mhm. Dann zwei Wechsel, wo man auch gucken muss, ob das dann reicht. Ja, wir haben keinen dritten Wechsler, hatten auch nicht unbedingt die Möglichkeiten, an bestimmten Positionen zu wechseln, wo wir vielleicht wollten. Und dann relativ schnell gleich das zweite Tor wieder durch einen Elfmeter gekriegt. Ja. Den fand ich nicht so berechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Spieler hatte nicht den Ball vom Gegner und Chrissy hat klar den Ball gespielt. Ja, dann trifft er auch den Gegner danach. Mhm. Aber wenn der Torwart nicht mehr zum Ball gehen darf und ihn dann den Ball auch klar wegspielt, sozusagen, weil er dann vielleicht noch den Gegner danach trifft, ja, dann brauchen wir auch da keinen Zweikampf mehr im Strafraum angucken, gar nicht mehr. Ja, ein bisschen schade, war auch ein bisschen unglücklich gewesen. Also hat das Quäntchen Glück heute gefehlt. Ja, genau. Aber grundsätzlich fand ich das Spiel schon gar nicht so schlecht. Man darf halt nicht vergessen, es war immerhin der Tabellenerste, gegen den wir gespielt haben. Ja, die sind ja so schwach nun nicht. Genau. Dafür haben sie sich doch wirklich sehr verbessert im Vergleich zum letzten Sonntag, würde ich sagen. Jetzt steht das nächste Spiel dann wieder auf heimischem Platz an. Gegen, wer war das jetzt? Glindo, Tabellenzweiter, glaube ich, im Moment. Dann haben wir noch ein Auswärtsspiel gegen Werder und dann ist ja erstmal Winterpause. Dann ist Pause, ja. Dann haben wir es erstmal geschafft. Dann lecken wir ein bisschen unsere Runde. Wenn wir Glück haben, werden wir jetzt kein Spiel mehr verlieren. Wir schauen mal. Ja, also nehmen uns natürlich jetzt vor, auch nochmal sukzessive, nochmal wieder die Leistung nochmal zu verbessern, Fehler nochmal abzustellen. Und dann kann man auch gegen den nächsten Gegner auf dem heimischen Platz dann auch mal was reißen. Nochmal mit dem Publikum im Rücken und im letzten Spiel vielleicht dann auch nochmal mit dem Sieg oder entsprechend dann mit einem Erfolgserlebnis nochmal in die Winterpause gehen. Und dann müssen wir gucken, dass einfach auch 1, 2, 3 Verletzte vielleicht wiederkommen, regelmäßig wieder wir als Mannschaft trainieren können, um da dann auch wieder ein bisschen Spielpraxis reinzukommen. Ja, ist schon ein bisschen schade, die anderen Mannschaften
Mannschaften haben ja meistens zwei Mannschaften, wo sie raus zehren können. Bei uns ist nur eine Mannschaft. Das heißt, wir müssen halt damit klarkommen, ja, mit den Spielern, die wir haben. Das heißt nicht, dass es schlecht war und es ist nun gar kein Grund gewesen, heute die Ohren hängen zu lassen. Würde ich so sehen. Ja. Von außen. Ja, enttäuscht ist man schon. Man hat sich schon was vorgenommen, wollte jetzt auch mal eine Reaktion zeigen. Das haben sie auch. Und dann ist es doch eher unglücklich, wie man verliert. Und deswegen ist man wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen mit Kopf runter. Ich glaube, wenn jeder das überdenkt, was wir besser noch machen können und dass wir noch was besser machen können und dass es auch mehr vielleicht unglücklicher war, als jetzt wirklich spielerisch dominiert worden zu sein, was es nicht war, dann kommen wir da auch wieder im nächsten Training in eine positive Stimmung für den nächsten Sonntag. Okay, jedenfalls erstmal herzlichen Dank an dich auch, dass du hier immer bei uns Rede und Antwort stehst. Es ist ja nach dem Spiel, da muss man das auch erstmal selber verdauen, aber das kriegst du mal ganz gut hin hier, finde ich cool. Und ich wünsche euch jedenfalls die nächsten zwei Spiele in der Hinrunde noch einen ordentlichen Erfolg. Komm gut nach Hause. Ja, du auch. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank, Markus. Wie gesagt, ich fand das immer ganz cool, wie du das so rüberbringst, so nach dem Spiel, wo man doch eigentlich dann vielleicht mal ein bisschen geladen ist oder so. Aber das machst du immer ganz ruhig, finde ich ganz cool. Mach weiter so und ich denke mal, die Mannschaft wird es auch wieder schaffen und den Weg nach oben finden. Man kann halt nicht immer gewinnen. So, für das Geknatter hier in dem Video möchte ich mich nochmal entschuldigen. Das kommt immer da drauf, da hängt davon ab, wie man mit dem Mikrofon in der Hand darum macht. Muss man mal ein bisschen ruhiger halten oder sich einen Stiel daran basteln. Dann sollte das ein bisschen ruhiger werden. Ich gucke mir das mal noch eine Weile so an, bevor ich das Ding in die Tonne kloppe. Ja, am Sonntag dann, wie schon gesagt, spielen wir gegen Eintracht Lindo bei uns auf unserem Platz ab 14 Uhr. Und ich würde sagen, kommt einfach alle mit auf den Sportplatz und unterstützt die Mannschaft und jagt sie mal wieder zu einem ordentlichen Sieg. Jetzt nur noch eins. Matze darf wieder auf die Froschleiter nach oben und das Wetter ansagen. Wie sieht's aus, Matze? Kannst du denn mit Schnee langsam dienen? Hallo Borgheide, hallo Welt, hallo Lutze. Na, bist du wieder nüchtern? Na, immerhin hast du die Sendung bisher ganz gut durchgekriegt. Wetter. Ja, Wetter haben wir auch die Woche. Kam gestern mit der Post. Und das sieht gar nicht so gut aus. Es wird sehr nass, es wird regnerisch. Temperaturen liegen um die 8 bis 9 Grad. Also so richtig schönes Miesepeter-Herbstwetter mit Nachttemperaturen um die 5 Grad. Und frostige Temperaturen noch nicht in Sicht, vielleicht erst nach dem kommenden Wochenende. Wir werden sehen, ob wir dann mal vielleicht auch mal eine Schneeflocke kriegen, aber alle sagen ja, so schnell nicht. Wir werden sehen, wie es kommt. Die Weihnachtsmarktsaison geht los. Und das nicht nur am 14. Dezember in Borgheide zum 14. Weihnachtsmarkt, sondern auch vorher an den ersten zwei Wochenenden, Adventswochenenden, in Werder zum Beispiel. Dort ist der 10. Werdersche Kunstmarkt. Mit dabei auch Werder Keramik. Hallo Carsten. Und dort wird mit viel Engagement und Herzblut auch dieser Markt betrieben. Der 10., wie gesagt, mit vielen Ständen. Der Eintritt kostet nur 1 €. Dafür gibt es auch Getränk gratis und auch eine Tombola ist dabei. Ja, also wer sich das Wochenende mal vertreiben will, guckt mal in Werder vorbei. Soweit ist es nicht. Und zwar ist es dort an der Regattastrecke Uferstraße neben dem Ländelhaus. Wer dorthin möchte, so findet ihr hin. Ja, das war's eigentlich im Prinzip vom Wetter. Mehr fällt mir nicht ein. Kommt gut durch die Woche. Tschüss. Ja, okay. Ja, ich bin wieder nüchtern, aber Schnee, ich war gar nicht besoffen. Ja, aber Schnee hat da uns noch nicht angesagt. Na, mal gucken, ob es dieses Jahr überhaupt was wird mit Schnee. Manchmal muss das schon klappen. Das soll es nun wieder gewesen sein hier bei Borgheide News TV, zumindest für diese Woche. Ich denke mal, wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera. Euer Lutze und tschüss.